Erzähl mir doch mal was über deine Freundin Emily. Warum interessierst du dich so für Emily Ketch? Emily Ketch? Eine Nachfahrin von Captain Ketch, dem Piraten? Stimmt, genau. Und das stört dich nicht? Warum sollte es? Wir sind doch nicht verantwortlich für unsere Vorfahren. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Oh, ich weiß alles über Mr. Bronsons nette Pläne. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Was halten Sie von Rio? Der Fischbengel? Wenn der mir nochmal zu nahe kommt, erwürge ich den kleinen Mistkerl. Immer mit der Ruhe. Was hat er Ihnen denn getan? Mir einen über den Hinterkopf übergebraten mit irgend so einem stinkenden Fisch. Das hat er getan. Erzählen Sie mir was über die beiden alten Ladies. Wen? Die Ketch-Schwestern? Die eine ist verrückt wie ein Opossum und die andere verwandelt sie in ein Warzenschwein, wenn sie nicht aufpassen. Was machen Sie mit dem Theodoliten? Das alte Haus vermessen. Ich habe große Pläne mit dem Schuppen. Ach ja? Aber sicher. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Ein Paradies. Ich sehe geschäftliche Möglichkeiten. Dieser Ort ist reif für eine touristische Erschließung. Eigentlich gefällt er mir so, wie er ist. Und das unterscheidet uns. Sehen Sie, Mr. Stobbart, man könnte sagen, ich bin ein Mann mit Visionen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Cat's Landing. Und sie beginnt genau hier, mit diesem Haus. Könnte ich mal einen Blick auf Ihre Pläne werfen? Kommt nicht in Frage. Wieso interessieren Sie sich überhaupt dafür? Ich hatte schon immer den heimlichen Wunsch, Landvermesser zu werden. Ach, wirklich? Ja, sicher. Ich meine, Ihr Vermesser seid doch die Erben der großen Erforscher. Heinrich der Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Sie segeln vielleicht nicht durch unbekannte Gewässer und entdecken keine neuen Kontinente, aber für mich sind Sie Helden. Ehrlich, richtige Helden. Blöder Dünnschiss, Sie bleiben mir von den Plänen weg, ist das klar? Wie vermisst man denn so ein Haus? Ich habe eine reflektierende Markierung am Ende eines der Flaggenmasten da auf dem Haus angebracht. Ich peile sie durch den Theodoliten von verschiedenen Punkten aus an, notiere die Winkel zur Grundlinie und trianguliere dann den ganzen Kram, um die genaue Position des Ziels zu erhalten. Verstanden? Warum gerade das Ende eines Fahnenmastes? Wäre nicht eine Hausecke oder so besser? Sind Sie Landvermesser? Nein, ich habe Jura studiert. Dann halten Sie die Schnauze. Bis später mal, Bronson. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey, Rosta! Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Ich glaube, Bronson versucht, die netten, verletzlichen alten Damen hinters Licht zu führen. Das ist aber ein bisschen unfair, oder? Okay, er versucht, diese geistig umnachteten, giftigen alten Mädchen zu betrügen. Man muss immerhin seinen Scharfsinn bewundern. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen.
Hey, Mieze, willst du spielen? Vorsicht, Mistkatze! Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. Die Katze schaute mich an, als wollte sie sagen, warum hast du einen toten Wurm um den halben Erdball geschleppt? Und ich hatte keine gute Antwort darauf. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Staubert. Gnade Ihnen Gott! Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume klettern sollte. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Ein großer Baum steht neben dem Haus und die Zweige bilden ein einladendes U. Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume klettern sollte. Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Das Fenster ist verriegelt. Typisch Pechvogel Stobbart. Die Fenster sind alle verriegelt. Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die. Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich. Er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl. Die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg.
Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist er gestorben? Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Okay, ich besorge dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Sind die Schwestern hier vorbeigekommen? Jo, die wollten diesen Fischerbastard aufknüpfen. Habe ihnen natürlich haarklein beschrieben, wo sie ihn finden können. Nicht nur ein Ekel, auch noch eine Petze. Wie nett. Aber irgendwie hat er es geschafft zu verduften. Bis später mal, Bronson. Kein Glück mit den Fischen heute? Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Hey, da hat einer angebissen. Wirklich? Ein großer, ein richtig großer Fisch. Zieh ihn rein, Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Der Wal, den ich je gesehen habe. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Hier ist dein Fisch, nimm schon. Es ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem. Sonst ist an dem Fahrradwrack nichts, was ich brauchen könnte. Okay, Katze, du hast es zwar nicht verdient, aber hier ist ein Fisch für dich. Das kleine Monster frisst die Fische, aber es lässt den Ball dabei nicht aus den Augen. Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Ich lege mein Stück Glückskohle in die Schleuder. Ziele sorgfältig? Nein! Mein Stück Glückskohle verschwindet in der Ferne. Sieht aus, als wolle es wirklich in eine erdnahe Umlaufbahn eintreten. Thank you.
Hier ist dein Fisch, nimm schon. Ich bezweifle, dass ich Rios Verständnis für Fischaerodynamik habe. Es muss doch ein besseres Geschoss geben als einen toten Fisch. Keine so gute Idee. Nö. Nein, falsch. Was halten Sie von meinem Fisch? Wo haben Sie den denn her? Aus dem Meer, der scheint da wohl zu leben. Klugscheißer. Und warum schleppen Sie einen toten Fisch mit sich rum? Wie tot? Der ist tot? Oh. Bis später mal, Bronson. Und noch ein kleiner Fisch. Das kleine Monster frisst die Fische, aber es lässt den Ball dabei nicht aus den Augen. Hier ist dein Fisch, nimm schon. Nein, falsch. Nö. Keine so gute Idee. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Das will er bestimmt nicht haben. Bis später mal, Bronson.